Hey Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft The World Before. Und ich habe, wie in der letzten Folge versprochen, den Timecode nochmal rausgesucht. Und zwar wollen wir 24 und 12.000. Das heißt so. Das ist der richtige Befehl. Dann wollen wir slash tor reload. Und dann haben wir jetzt Tage, die 20 Minuten lang sind und Nächte, die 10 Minuten lang sind. Das heißt, ich stehe jetzt 10 Minuten hier rum und wir unterhalten uns, dass wir wieder zurückgehen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wer will Stress? Ey, wisst ihr, was geil wäre? Oh, der kann hier hoch, okay. Ich wollte sagen, es wäre geil, wenn wir den in die Lava kicken. Gut, wisst ihr was? Ich gehe nochmal hier hoch und setze mir erst noch einen Waypoint. So, den will ich wieder anziehen. Und dann mal ganz kurz hier ein bisschen das Inventar aufräumen, so. Das Schwert nehme ich trotzdem. Und dann würde ich aber gerne kurz hier den Waypoint edit. So. Und damit ich sehe, wo ich hin... Ah, der ist unsichtbar. Okay, interessant, dass der jetzt hier spawnt. Ich lasse den mal am Leben. Wir laufen mal zurück, sind immerhin 750 Meter. Das ist schon eine ganze Menge. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Leute. Um Gottes Willen. Ich renne mal lieber ganz schnell. Das gefällt mir nämlich wenig hier. Und 650 Meter durch die Nacht sind jetzt auf jeden Fall belastend, weil hier wird es auf jeden Fall an Zombies und Gefiech wimmeln. Aber ich habe ja den Vorteil, ich kann durch die Blätter durchrennen. Hallo Wildschwein. Ach, wisst ihr was? Ich lasse es leben. Ich werde mich später wieder ärgern, aber ich hoffe, dass wir auf dem Weg einfach ganz viele Sachen finden. Dass wir uns um Leder erstmal keine Sorgen mehr machen müssen. Das ist verhältnismäßig sehr ruhig hier, ne? Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Wie lang ist es noch? 500 Meter? Okay. Ja, ist doch schon ein ganzes Stück, was ich wieder gelaufen bin. Aber wir brauchten halt das Leder. Dann sind wir jetzt aber auch wirklich endlich startklar aufzubrechen. Es wäre natürlich geil, zwei Rucksäcke zu haben. Hund. Wisst ihr was? Ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Nee. Ist mir egal. Du verrottest hier. Ich brauche mich überhaupt nicht auf dieses Duell einlassen. Oh Gott, wie die hier alle hinter mir aus dem Boden kommen. Das ist so bodenlos. Ja, das ist wirklich frech. Alter. Ich habe Angst, dass ich gleich nicht mehr rennen kann, weil ich Hunger krieg. Boah, Gott, noch 200 Meter, aber ich kann... Was? Wo bin ich denn jetzt? Verdammt. Das sind zwei... Alter, da ist ein Creeper explodiert, ne? Fress mir mal schnell was rein. So. Ich laufe hier am Wasser entlang. Oh Gott, es wird langsam hell, oder? Bilde ich mir das ein? Alter, ich höre nur diese Geräusche, wie die hier vor mir und hinter mir auftauchen. Alter. Was soll das denn, dass das hier Luftlinie ist? Verdammt. Ich dachte, ich bin jetzt easy da, aber nee, jetzt muss ich hier so schräg laufen und verliere übel viel Zeit. Okay, aber es wird hell. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. So, ich nehme mal das Zuckerrohr mit. Und eigentlich müsste ich dich noch abschlachten hier. Creeper, aua. Hat mich zum Glück nicht getroffen. Ich hoffe, der hat Leder gedroppt. Aber der hat auf jeden Fall Fleisch gedroppt, ne? Was für ein Fleisch denn? Leckeres Wildschweinfleisch. Aber nicht, dass das die afrikanische Schweinegrippe hat. Da will ich da lieber nicht mit in Berührung kommen. Ich hätte aber eigentlich, dann müsste ich jetzt auch meine Klinge waschen. Warte mal. Hier. Boah, warte mal. So. Genau, einmal abgewaschen, weil wir wollen uns nicht infizieren. Ich habe heute gelesen, die ist gerade im Umlauf. Die Wälder hier werden abgesperrt in Hessen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt mich infizieren. Ich mache hier mal zu und guck mal. Ah, da hat tatsächlich sogar Leder gedroppt. Geil. So, warte mal, wo will ich hin? Erstmal, die kann weg. So, achso, den Rucksack muss ich natürlich auch wieder ausziehen. Junge. Dass ich hier alles mir merken muss, meine Güte. So.
Und jetzt hat dieser Backpack nämlich auch noch eine Werkbank. Geil. Das ist wirklich geil. Und jetzt können wir hier mal gucken, was es sonst so für Gadgets gibt. Nix. Es gibt noch das Rucksacktank. Aber wenn ich das wegmache. Ne, das haben wir aber ja automatisch, die zwei Tanke. Also wüsste ich nicht, warum ich noch einen brauche. Ich glaube, man kriegt auch gar nicht noch einen. Ne, man könnte jetzt noch auf Diamant und dann auch noch auf Netherite upgraden. Aber ich glaube, wir belassen es erstmal hierbei. Wobei hier... Oh, boah, da braucht man schon viele Diamanten für. Ist aber schon auch geil. So. Was ich mal eben machen kann, ist, ich kann den Waypoint wieder bearbeiten. Und zwar wieder so stellen, dass wir den nicht mehr sehen müssen. Und dann würde ich sagen, den Rucksack ziehen wir wieder an. Das Inventar räumen wir hier wenigstens mal kurz ein bisschen auf. Wobei, das Essen packe ich mir hier noch hin. Es regnet jetzt natürlich die ganze Zeit weiter. Auch nicht so schön. Die Frage ist, möchte ich jetzt im Regen hier meine Reise antreten? Aber was bleibt mir dann anderes übrig? Hab ich denn jetzt alles? Ich klaue denen hier noch ein paar Fackeln. Ich meine, ganz ehrlich, ein kleines Gastgeschenk können die mir ruhig machen. So schnell kommen wir eh nicht mehr wieder. Und ich kann sie eigentlich gut gebrauchen. Essen haben wir eigentlich genug. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir hin? Hier oben in die Richtung waren wir ja schon. Hier wird so eine sumpfige Richtung. Ich kann auch wieder einigermaßen zoomen. Wobei, ich habe gar nichts geändert. Vielleicht bin ich einfach dumm. Was ist denn das hier? Ja, das ist kein Dorf, was sich da anbahnt. Hier kommt ein Pilzbiom. Interessiert mich jetzt auch nicht so krass. Hier waren wir ja schon. Ich würde fast sagen, wir gehen vielleicht hier in die Richtung, oder? Wobei, was ist das hier für ein Biom? Finden wir es einfach heraus, oder? Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. Perfekt. Also ist hier gestorben. Zombie. Ah, oh, schön. Noch ein schöner Screenshot. Das Titelbild. So. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Wir haben eigentlich alles Nötige, was wir brauchen. Wir können uns zwischendurch neue Rüstung craften. Die Sonne kommt so... Oh, und mit Regenbogen. Ja, da muss ich eigentlich schon das als Screenshot nehmen, ne? Aber du stehst mir jetzt voll im Weg, Junge. So. Aber das ist schon schön. Und dieses Skelett da. Auf gar keinen Fall. Ich bin weg. So, aber nicht so viel rennen. Ich laufe normal. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit renne, dann kriegen wir nur Hunger. Laufe ich denn überhaupt richtig? Ja. Ich laufe richtig. Wir müssen den Sumpf durchqueren. Und dann kommen wir angeblich da auf eine schöne Wiese mit blauen Blümchen. Da bin ich mal gespannt. Ach, dieser Shader ist so schön. Die Musik ist gerade viel zu aufregend für unsere kleine Reise hier. Vielleicht mache ich mal kurz andere an. Ich glaube, wir machen mal hier... Kann ich mal... bisschen Terraria-Musik anmachen. Terraria-Musik ist auch immer schön. War das nicht Terraria? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber Terraria-Musik war auch immer geil. Okay, interessant. Oh mein Gott. Orchideensumpf. Dieses Krokodil. Das lassen wir lieber links liegen, du. Sag ich euch, wie es ist. Da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Das ist hier so eine Art Sumpf-Wiesen-Mix. Die Pflanzen hier sind sehr schön. Was ist das? Du bist eine Schildkröte. Das ist auch echt cool hier eigentlich. Auch schon wieder ein schöner Screenshot. Ich kann mich dann immer nicht entscheiden. Ich mache immer gerne Fotos hier. So, wenn ich mich hier drauf stelle. Kann doch bestimmt auch ein schönes Bild machen hier irgendwie so. Oder?
Hat auch was. Naja, da kann ich mir nachher was aussuchen. Aber ich will jetzt wissen, was ist das hier? Junge. Das war aber ein ganz schön massiver Fisch. Das sah nicht aus wie ein Lachs. So, das hier sieht irgendwie aus wie eine Falle, wenn ihr mich fragt. Ich habe die Schaufel in der Hand, ne? Ja. So, was ist das hier? Okay. Das war einfach nur ein Kessel, ne? Muss das Texture Pack ändern auf die 1.20 Version, damit die Ressourcen hier nicht verbuggt sind. Interessant. Okay. Naja, gut. Wir gehen einfach mal weiter, würde ich sagen. Boah, sieht schon alles so schön aus hier. So, ich bleib mal bei meinem Schwert. Ah, hier seht ihr, das ist die Musik, die ich meinte. Ich habe Terraria ja nie so richtig gespielt. Aber die Musik kenne ich trotzdem noch. Weil man hat es immer so ein bisschen gespielt damals, als so ein Hype hatte, als es rauskam. So, was ist eigentlich mein Plan? Ich würde vielleicht hier einfach mal ein bisschen an dem Fluss entlang laufen. Was haltet ihr davon? Oh, hier unten kommt ein Dorf. Ja, vielleicht gehen wir einfach hier so eine grobe Runde erstmal. Ich will einfach ein bisschen erkunden. Wer mich kennt, der weiß, die ersten Folgen nutze ich immer viel dafür zu erkunden und einfach Map ein bisschen aufzudecken, um dann in den anderen Folgen mir ein Haus zu bauen und dann auch einfach mal 20 Folgen am Stück zu bauen. Und das ist immer so eine schöne Abwechslung, wenn man dann auch einfach mal so ein bisschen erkunden geht. Und das eignet sich am Anfang halt immer echt gut. Boah, das ist so schön hier. Es tut mir leid, ich muss die ganze Zeit Fotos machen. Ich kann nicht anders. Ja, und dann weiß ich am Ende nicht mehr, welches für welche Folge war. Das Problem kenne ich schon. Okay, wir laufen einfach ganz entspannt. Jetzt ist die Musik auch so aufgedreht. Das passt hier heute alles nicht. Was habe ich denn entspannt? Das normale Minecraft-Musik? Ich mache die Night of the Rabbit Musik an, die ist entspannt. Die passt besser hier zum Welterkunden, finde ich, als jetzt so Kampfmusik. Die ist ein bisschen zu aufgedreht. Die Night of the Rabbit Musik ist sowieso einfach das Schönste, was jemals gemacht wurde. Die ist einfach toll, ich liebe die so sehr. Ich könnte die immer hören. Einfach auf Dauerloop. Jedes einzelne Stück ist so geil in diesem Spiel. Leute, es ist so warm. Ich schwitze mir hier so einen ab und ich check gar nicht warum. Und ich habe so bodenlose. Hier ist so bodenlos alles geschwollen und dick wegen meiner Allergie. Ich sag's euch, das ist wie wenn ihr krank seid und Halsschmerzen habt und dann reden müsst. Das ist einfach nicht geil. Aber ja, mein Allergietest ist in 3 Wochen. Oha, ist das wieder ein Hexenhaus? Da müssen wir natürlich rüber. Ih, da sinkt man ein. Das will ich aber nicht. Na toll, den Sprung schaffe ich niemals. Nee. Hopp. Hopp. Ah ja, da müssen wir den Rest jetzt kurz schwimmen. Auch nicht schlimm. Hallo, jemand zu Hause? Hexerich, Hex? Die Tür ist so einladend offen, wie beim letzten Mal auch. Aber ich habe Angst, überrascht zu werden. Oha, oha! Alter! Okay, das ist geil. Mit Diamantspitzhacke Effizienz 1. Das war ein bisschen kaputt. Noch eine Eisenspitze Haltbarkeit 2, geil. Nehmen wir mal alles mit. Okay, mehr kann ich nicht mitnehmen. Dann müssen wir mal gerade gucken hier. Zack, zack. Ich habe schon wieder so viel Müll dabei, ne? So. Die kann ich ja theoretisch. Ich habe jetzt meine Werkbank hier drin. Ach nee, das ist ja Rohgold.
Rohgoldblock kann man inzwischen machen, wusste ich gar nicht. Nee, das muss ich ja einschmelzen, ich Depp. Aber guck mal, da habe ich es doch. So, hier, daraus kann ich ein Golddings machen, ne? Genau, einen Barren. Dann sparen wir uns da auch noch einen Platz. Die können wir hier dazu packen. Das funktioniert leider nicht mehr seit der neuen Version. Sonst hat es immer hervorragend funktioniert. Das haben wir hier alles nicht drin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Aber eigentlich muss ich den Topf mitnehmen. Weil die sind so schwer herzustellen. Also was heißt schwer herzustellen, aber man muss dafür so unnötige Sachen besorgen. Dann nehme ich die lieber gleich mit. Aber eigentlich will ich die Sachen hier auch nicht immer zerstören. Was sehe ich denn da, liebe Leute? Hey und willkommen. Ich bin's wieder, euer Dorfplünderer. Also das ist ja wohl... das ist ja wohl genau das, was ich mir gewünscht habe auf meiner Reise. Direkt noch ein Dorf. Ich muss mir, glaube ich, echt noch einen Rucksack machen, Leute. Boah, das ist aber ein schönes Dorf. Das ist aber ein schönes Dorf. Ich esse mal was. Ich muss nichts essen, okay, Leute. Oh, wie schön. Aber hier sumpfig. Ah. Toll. So, direkt mal Kisten abfarmen. So. Das lasse ich mir nämlich nicht zweimal sagen. Wir könnten natürlich mal, wir könnten mal ein bisschen Kohle gebrauchen. Ich lasse die Fackeln jetzt hier stehen, ganz ehrlich. Ich klappe nur die Häuser ab. Okay, bisher eher schwaches Material hier. Okay, für Brot haben wir schon wieder mal nicht mal mehr Platz. Ich sehe gar kein... Ah, doch, da oben sind Dorfeinwohner. So, ich glaube davon... ich muss dann mal los. Hat niemand gesehen. So, das hier, Schmelzöfen würde ich tatsächlich mal mitnehmen. Ja, Moment, nee. Das wäre fast gewaltig in die Hose gegangen. Müssen wir so machen. Ach nee, das sind diese Blöcke, gell? Ah, Feuerstein, auch nicht schlecht. So, die Eier brauchen wir nicht. Eisenbarren nehme ich mit. Eisenspitzhacke nehme ich auch gerne mit. Alles Sachen, die man eigentlich schon irgendwie gebrauchen kann. Naja, komm. Lass ich die Äpfel hier. Dann können wir das noch mitnehmen. So. Brauche ja eigentlich nur den einen Schmelzofen, das reicht. Oder? Ja, Brote habe ich leider keinen Platz mehr für. So. Ach, das ist einfach nur geil. Ich liebe das. So, die haben wir auch gleich voll. Was rauscht denn hier so? Fließt hier ein Wasserfall oder was? Ah ja, guck mal hier. Boah, sind das viele Häuser, die ich hier abfarmen kann. Geil. Fässer und Rohrkabel, ja, und ne. Kohle, die will ich. Ja, komm, dafür lasse ich den Mist hier zurück. So, ich gehe mal der Reihe nach. Wie komme ich denn da am besten hoch? Oh, mit Jump'n'Run Skills. Gar kein Ding. So, ich baue mir hier mal... Ach, guck mal. Boah, ist das ein riesiges Dorf. Und hier gibt es so viel geilen Loot. Au. Hi. Moment. Darf ich mal durch? Komme. Okay, Goldklumpen. Die nehme ich gleich wieder mit. Achso, die passen hier auch nicht mehr hin, aber das Ei kann weg. So. So, wie gesagt, die haben wir gleich voll. Ist ja oben eigentlich auch. Nein. Nee, so viele Kisten hat er dann doch nicht für mich. Ja, die Frage ist, will ich jetzt wirklich jedes Haus hier abklappern? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, aber eigentlich auch doch. Deswegen zum Beispiel lohnt es sich natürlich schon.
So Smaragde sind schon geil. Gut, Leute. Ich würde sagen, das soll es für diese Folge hier gewesen sein. Das hier ist doch eine schöne Endscene. So. So stelle ich mich hier hin fürs Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge Let's Play Minecraft The World Before wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.